Hallo ihr Lieben, guten Morgen. Ich starte dieses Video jetzt zum dritten Mal. Ich habe heute einen leichten Knoten in der Zunge. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt gut geschlafen. Und ja, heute ist nicht nur ein Portaltag. Heute ist auch Vollmond im Steinbock. Also für alle diejenigen, die heute ein Vollmondritual oder eine Meditation durchführen möchten, optimaler Tag. Und ihr könnt hier zwischen zwei Stapeln auswählen. Hier links habe ich einmal einen sehr hübschen lilafarbenen Achat und auf der rechten Seite einen Rosenquarz. Ihr könnt hier für euch selbst schauen. Ihr könnt diese Stapel auch mit Personen belegen, mit Themen, mit Lebensbereichen, die euch gerade beschäftigen. Folgt da bitte ganz eurer Intuition. Die Anfangszeiten findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Und falls ihr mir eine kleine Spende zukommen lassen wollt, ich wurde einige Male danach gefragt, ich habe es endlich geschafft, einen PayPal-Me-Link einzufügen. Ihr findet den auch unter dem Video. Und auch schon mal vielen Dank an alle, die mir eine Spende haben zukommen lassen. Ihr seid einfach fantastisch. Und ja, das Geld, was da zusammenkommt, werde ich dazu benutzen, um hier neue Decks für euch anzuschaffen. Und ja, ich freue mich immer sehr. Die meisten Menschen, die mit Tarotkarten arbeiten, haben auch ein Faible dafür. So auch ich. Ja, es gibt einfach so viele schöne Decks. Und ich freue mich da sehr drauf, auf die nächste Anschaffung. Ich hoffe, ihr seid gut versorgt. Ich habe meinen Kaffee hier stehen. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier überhaupt dabei zu sein. Und den Tag vielleicht mit einem Orakel beginnt. Ich bin sehr gespannt, welche Energien sich zeigen möchten und ob sie mit dem Vollmond-Orakel, das wir schon gedreht haben, die liebe Gabriele Körber vom Ruhe- und Kraft-Orakel und ich, den Link setze ich euch hier unten auch rein oder zum Ende des Videos. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Interessante Zeiten, in denen wir leben. Und ich freue mich auf euch. Wir sehen uns in eurem Reading. Bis gleich! Ihr Lieben, ihr habt euch für den linken Stapel entschieden und für den lilafarbenen Achat. Und als erstes ziehe ich euch jetzt hier erstmal ein, zwei Tarotkarten, je nachdem, wie viele hier auch rausspringen möchten. Das ist das Engeltarot von Doreen Virtue. Hier oben seht ihr einmal das Lenormand Deck, die weiße Eule. Und darunter liegt eine Orakelkarte aus dem... Die hat sich schon umgedreht, ich lege sie nur nochmal verdeckt hier hin. Eine Karte aus dem Elemental Orakel, ein englisches Deck. Und wir schauen mal, ich habe gerade schon die erste Karte gesehen und ja, musste schon schmunzeln. Ich schaue mal, ob ich hier noch eine Karte dazu bekomme. Liebes Universum, hast du hier noch eine Karte für uns? Da haben wir sie. Jo, und es geht hier auch schon gut für euch weiter. So, die erste Karte, die herausgefallen ist, und es dürfte für diejenigen, die das Vollmond-Orakel gesehen haben, keine Überraschung sein. Wir haben hier den Turm mit der Lebenserfahrung, Erzengel Kamuel. Und zusätzlich dazu noch eine große Arcana-Karte, den Eremiten, die neuen, mit Erzengel Raziel. Und diese Karten sagen... Zu euch für den heutigen Tag. Ein wichtiges Ereignis im Leben. Eine Enthüllung führt zur Veränderung. Zeit, deine Flügel auszubreiten. Ja, und ich lese den Eremiten auch gleich mal dazu vor. Verbringe Zeit in stiller Meditation. Spirituelle Lehren, Selbsterkenntnis ist hier das Thema. Ich hoffe, das ist scharf, falls ihr euch die abfotografieren wollt oder einen Screenshot machen möchtet. Huh. So, der Turm kam jetzt im Vollmond-Orakel auch schon heraus und hier geht es wirklich um Lebensveränderungen, um große Veränderungen, die wir selbst herbeiführen, die manchmal auch von außen kommen, die aber, und das ist einerseits, wenn es etwas ist, womit du nicht gerechnet hast, der Trost dieser Karte und auf der anderen Seite, wenn du selbst dafür sorgst, dass diese Veränderungen zu dir kommen, auch die Unterstützung dieser Karte. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine größere Veränderung hier. Es ist an der Zeit... Insbesondere mit dem Eremiten, der jetzt hier auch noch dazu kommt, geht es für viele darum, vielleicht ihren Lebensumfeld zu verändern, umzuziehen, eine neue Wohnung, ein neues Haus zu suchen,
vielleicht auch einfach mal rauszukommen aus der gewohnten Umgebung. Ja, der Turm spricht immer davon, dass hier Umbrüche stattfinden. Und das kann, wie gesagt, im Außensein auch den Arbeitsplatz betreffen, unsere Beziehungen. Das kann auch und auch innerhalb unserer selbst stattfinden mit dem Eremiten. Der deutet hier so ein bisschen darauf hin, dass du hier einfach auch neue Wege gehst der Selbsterforschung. Ja, dass du vielleicht, der eine macht vielleicht wirklich eine Therapie in irgendeiner Form oder beginnt jetzt damit oder hat mit dem Gedanken gespielt, dann wäre das hier auf jeden Fall eine Ermutigung, neue Wege zu gehen, um halt dich selbst besser kennenzulernen. Hier kann es sich aber auch um Astrologie handeln, um Numerologie, um alle Arten von Selbsterforschung und wir sprechen über Hilfsmittel zur Selbsterforschung, ja, also alles, was dir hilft, dich besser kennenzulernen, ist jetzt hier sehr begünstigt und du wirst da auf jeden Fall etwas herausfinden über dich, das dich dazu bringt, Veränderungen einzuleiten oder Veränderungen letztendlich wirklich durchzuführen. Sehr, sehr, sehr kräftige Energien hier. Aus dem Orakel möchten noch zu dir die beiden folgenden Karten. Einmal die Karte Animals, Tiere, mit dem Stichwort Companionship, Gesellschaft. Sehr interessant, auch gerade im Spannungsfeld zu dem Eremiten, wie ich finde. Hier haben wir die Nummer 21 übrigens, für diejenigen, die numerologisch schon unterwegs sind. Und aus der weißen Eule kommt zu dir das Kreuz, die Nummer 36. Das Kreuz ist in diesem Zusammenhang für mich ein Zeichen dafür, dass egal was heute passiert oder was du gerade entdeckst oder was hier sich auch gerade drastisch verändert oder auch was hier im Umbruch ist, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, also macht euch da auch keine Sorgen in dem Sinne. Es kommt alles zu euch, der richtige Zeitpunkt ist jetzt da. Entschuldigt bitte. Um hier wirklich etwas zu verändern, um eine Denkweise zu verändern, eine Denkstruktur, eure Art, euch zu verhalten. Vielleicht möchtest du dich hier auch mit diesen beiden Karten. Vielleicht geht es hier auch um Beziehungen, um Familie oder um Freundschaften, die du jetzt gerade genau unter die Lupe genommen hast, vielleicht auch in der letzten Zeit. Da hatten wir die Zwillinge-Energie mit der Kommunikation. Also für die einen wird es so sein, dass ihr euch vielleicht wieder euren Freunden der Gesellschaft oder in Gesellschaft sein wieder annähert, ja, das wieder mehr genießt und auch das Bedürfnis habt, wieder mehr in Gesellschaft zu sein. Für die anderen ist es vielleicht auch so, dass da schlägt die Energie sozusagen ins Gegenteil, dass ihr sagt, nee, eigentlich möchte ich im Moment niemanden um mich rum haben. Der Eremit spricht auch davon, ja, verbringe Zeit in stiller Meditation. Und ja, die einzige Gesellschaft, die ihr im Moment wirklich wertschätzen könnt, ist vielleicht die Gesellschaft von Tieren. Ja, vielleicht fühlt ihr euch da auch besonders verbunden. Ich weiß, dass einige von euch einen ganz speziellen Draht zu Tieren haben. Dann ist es jetzt auch an der Zeit, das vielleicht mal näher zu erkunden, euch schlau zu machen, Bücher zu kaufen, im Internet zu recherchieren etc. Ja, so irgendwelche Quellen anzuzapfen, die euch da vielleicht ein tieferes Verständnis mitgeben. Auch wenn ihr ein Haustier habt, könntet ihr euch heute besonders verbunden fühlen mit eurem Haustier oder euren Haustieren. Ja, der Eremit ist aber jetzt auch nicht, also ich finde auch, er hat zwei Seiten, ja. Einerseits geht er in sich selbst, sucht nach seinem Licht und macht das meistens für sich allein, in Stille, in Meditation. Auf der anderen Seite kann man die Energie des Eremiten durchaus auch ausleben, ohne sich wirklich wie der Eremit zurückzuziehen, in die Wälder zu gehen und weiß ich nicht, Wochen, Monate lang Zeit allein zu verbringen. Wenn dir danach ist und du die Möglichkeit hast, dann lass dich um Himmels Willen nicht abhalten. Wenn das aber nicht so dein Ding ist, dann erinnert er dich daran, dass du bitte alltäglich in deinem täglichen Leben immer wieder Zeiten für dich selbst einräumst. Und ja, deine Seele bittet dich darum, ja, da möchte etwas zu dir durchkommen, eine Information, eine Erkenntnis, die du im Alltagstrubel so schlecht empfangen kannst. Ja, da ist einfach zu viel los, wir bekommen zu viel Energien von außen, auch von anderen Menschen. Manchmal brauchen wir einfach Zeit, wirklich Stille und Zeit für uns. Und wenn du die Stille nicht erträgst, dann nimm dir vielleicht ein bisschen Musik dazu. Ja, Meditationsmusik, Entspannungsmusik etc.
Ja, heute ist ein Tag von vielleicht auch Überraschungen, ja. Hier kann etwas plötzlich passieren. Eine plötzliche Erkenntnis, eine plötzliche Veränderung auch in deinem Tagesablauf, ja, also in deiner Routine sozusagen. Vielleicht hast du seit Jahrzehnten einen bestimmten Tagesablauf, und der verändert sich jetzt, oder du hast auch das starke Bedürfnis, den zu verändern. Heute kommt hier auf jeden Fall etwas in Bewegung, etwas möchte sich hier verändern, transformieren. Ich nehme ein paar Charms dazu, ihr Lieben. Schauen wir doch mal. Ja, als erstes sehe ich hier schon mal das Sternzeichen Stier. Ein Erdzeichen. Ja, erdige Energie im Moment, auch mit dem Steinbock Mond. Ist nicht so verwunderlich. Was nehme ich denn als nächstes? Ja, hier der Eisscham. Ist auch nett, dass der hier auf dem Kreuz gelandet ist. Es kann auch sein, dass es sich hier wirklich, dass hier etwas aufbrechen, sich etwas verändern möchte, was schon sehr lange Zeit in erstarrt war. Ja, hier mit dem Eisscham. Das ist für mich auch immer ein Zeichen dafür, dass etwas im Stillstand ist, etwas ist gefroren und möchte wieder aufgetaut werden. So sehe ich das hier zumindest. Mit der Klammer darfst du hier eingefahrene Verhaltensweisen, eingefahrene Denkweisen, Denkmuster, Kommunikationsmuster loslassen. Bei der Klammer ist immer die Frage, dann möchte sie was festhalten oder möchte sie etwas loslassen. Mit der Lebenserfahrung hier und dem Turm würde ich sagen, du solltest hier etwas loslassen. Ich mache erstmal weiter. Wir haben hier das Wurzelchakra für dich. Urvertrauen ist hier ein Thema. Heute auch ein guter Tag, um über dieses Chakra zu meditieren. Das Wurzelchakra ist auch für mich mit den Erdenergien verbunden, denn hier geht es auch um geerdet sein, um Selbstvertrauen, um das Gefühl, sich auch gut aufgehoben und sicher zu fühlen in uns selbst. Da kommt auch so ein bisschen der Eremit ins Spiel. Ja, also heute wirklich ein guter Tag, um zu meditieren. Den könnt ihr auf jeden Fall nutzen, um diese Energie hier zu verstärken. Und ja, das bringt euch dann halt mehr Selbstbewusstsein, Durchsetzungskraft und einfach das Gefühl, sicher zu sein und hier nicht ständig, ja, auch kämpfen zu müssen. So, dann haben wir hier noch, ich muss mal gerade auf mein Schlauszettelchen gucken, bei der 5 weiß ich es. Ja, Zahl 5, du könntest an dem 5. geboren sein oder im Mai. Vielleicht ist die 5 auch eine persönliche Zahl für dich. Ansonsten haben wir hier das 5. Haus. Da geht es um den Löwen, um Kreativität, um Freundschaft. Die Freundschaften. Ja, das könnte heute ein wichtiger Tag sein für Freundschaften. Eventuell ist hier auch, kommt hier heute wieder ein Kontakt zustande zu jemandem, von dem du schon lange nichts gehört hast. Oder du hast den Impuls, dich hier aus dem Nichts mit dem Turm bei jemandem zu melden. Wenn das so ist, dann geh diesem Impuls auf jeden Fall nach. Oh ja, wir haben hier nochmal die Freundschaft, meine Güte, mit dem blauen Charme. Vielleicht lernst du heute auch jemand Neues kennen. Hier würde ich aber dann sagen, das ist wirklich jemand, wenn es eine Liebesbeziehung sein oder werden soll, beginnt sie auf einer freundschaftlichen Ebene. Also ich kriege hier wirklich die, ne? Die platonische Freundschaft rein. Sehr spannend. So, dann haben wir noch die Nummer 6. Auch hier gilt natürlich, du könntest an einem 6. geboren sein oder im Juni. Vielleicht bist du auch ein Krebs oder ein Zwilling. Ansonsten haben wir hier noch Jungfrau-Energie und hier geht es so ein bisschen um den Alltag, um den beruflichen Alltag. Ja, der sich jetzt hier eventuell auch verändert oder du möchtest ihn verändern oder er verändert sich tatsächlich für dich. Und wenn das so ist, wie gesagt, sei dir gewiss, das passiert nicht aus Bosheit des Universums. Hier arbeitet niemand gegen dich. Das ist etwas, was dir wirklich unter die Arme greifen möchte, um dich zu einer Erfahrung zu führen, die wichtig für dich ist, die dich auch mehr zu dir selbst bringt. So, wir haben Buchstaben hier. Ich sehe auch schon doppeltes K. Also doppelte Buchstaben heute wieder besonders markant und auffällig. Wir haben ein M, wir haben ein W, wir haben das altbekannte X. Und da liegt es auch nochmal, natürlich. So, doppeltes X, das D und wir haben das Y. Habe ich sonst noch was vergessen hier? Ganz kleinen Moment. Nee, sieht gut aus.
So, das können Anfangsbuchstaben sein, Initialen von Namen, also Personen, Orten, Berufsbezeichnungen, Geistführern, Ahnen. Ja, manchmal lässt sich daraus auch ein Wort bilden, hier heute nicht, wir haben keine Vokale. Ansonsten, was kommt mir denn ganz spontan? Ja, M ist für mich oft Musik. Das X steht für mich immer für Kreisläufe, ne? Gerade wenn wir zwei haben, dann ist es oftmals auch der Hinweis darauf, dass wir uns gerade zwischen zwei Zyklen befinden, ja. Gerade dabei sind, etwas Altes abzuschließen und das Neue ist noch nicht ganz da. Oder das Neue ist schon da und wir sind mit dem Alten noch nicht ganz fertig. Ja, es steht manchmal so ein bisschen, manchmal schwebt man so ein bisschen zwischen dem X oder den beiden Xen. Ja, lasst mir gerne einen Kommentar da, was ihr hier so alles seht. Oder ob ihr was seht. Ansonsten haben wir hier noch den Hierophanten, ne, mit der 5. Wir sind in einem 5er Jahr. Und wir haben die 6, die Liebenden, die Herzensentscheidungen. Ja, für den einen oder anderen geht es hier vielleicht auch um spirituelle Belange, ja, dass ihr hier nochmal eure spirituellen Glauben verändert, dass da nochmal etwas in Bewegung kommen kann, gerade wenn ihr vielleicht auch in klassischen Glaubenssystemen erzogen wurdet, dann sind da manchmal Glaubenssätze und Vorstellungen vorhanden, die nicht so gesund sind. Und eventuell veränderst du das auch nochmal. Ein ganz klassisches Beispiel, so man lässt sich nicht scheiden, wenn man mal verheiratet war. Und ja, das lässt sich so meiner Meinung nach nicht aufrechterhalten. Also ich denke nicht, dass es gut ist, um jeden Preis eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Ich sage auch nicht, dass man sofort sich trennen soll, wenn irgendwas schwierig wird. Ich denke, diejenigen, die es betrifft, die werden es verstehen, was ich meine. Ja, manchmal muss man gegen seinen Glauben oder gegen die Konventionen eines Glaubens handeln, um wirklich die Freiheit des Eremiten kennenzulernen und sie auch genießen zu können im Sinne von, ich kümmere mich um mich selbst, ich folge meinem eigenen Wertesystem. Gerade auch mit dem Kreuz hier oben könnte das hier für einige eine Rolle spielen. So, aber trotzdem steckt hier steckt eine gute Energie drin für mich, auch mit dem Stier und dieser Karte, dass du heute durchaus auch vielleicht wieder endlich mal wieder ins Genießen kommst. Ja, dass du Gesellschaft und andere Menschen wieder genießt, was vielleicht schon lange nicht mehr der Fall war, aus gesellschaftlichen Gründen oder auch aus persönlichen Gründen. Ja, dass du vielleicht auch jemand bist, der das nur hin und wieder wirklich genießen kann. Und heute wäre so ein Tag, an dem du dich gut mit Energien um dich rum, mit Menschen um dich rum verbinden kannst. Lausche da bitte auf deine Intuition, was da auf dich zutrifft, ja? Ob du eher der Typ bist, der sich wieder mehr auf andere einlassen möchte, oder ob du eher der Typ bist, der jetzt sich zurückziehen möchte, ja? Muss ein bisschen gucken. Ganz klar ist die Botschaft hier für mich nicht. Ich denke, wir haben jetzt zwei Gruppen abgebildet. In jedem Fall sind Tiere heute für dich eine gute Gesellschaft und die können dir hier auch nochmal Botschaften überbringen. Ich sehe gerade, der ist ja niedlich. Hier oben haben wir ein Häschen abgebildet. Das ist ja zuckersüß. Ja, ich zeige euch die Karte nochmal rein. Ich finde die auch sehr schön. Die Frau da drauf erinnert mich übrigens ganz stark an Frida Kahlo, die Künstlerin mit den Augenbrauen hier auch. Also auch starke kreative Energien heute. Ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Tag, ihr Lieben. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Falls mir noch was einfällt, schreibe ich es euch in die Anfangszeiten. Manchmal kommt nachher noch mal was. Aber ich denke, wir sind hier mit dem Portaltage-Orakel fertig. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Lasst euch hier vom Turm nicht überrumpeln, beziehungsweise wenn er euch überrumpelt, dann seid gewiss, es soll so sein heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß für diejenigen, die hier nach Gesellschaft suchen und ganz viel Ruhe denen, die nach Stille suchen. Ich hoffe, wir sehen uns zum Wochenorakel wieder am Freitag. Bis dahin, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Bis dann, ciao. Hallo, ihr Lieben, wenn ihr euch für den rechten Stapel und diesen Rosenquarz hier entschieden habt, dann ist das hier eure Botschaft für den heutigen Portaltag. Und ich mische als erstes mal das Engel-Tarot von Doreen Virtue. Und da kommt schon die erste Karte. Ich
lasse sie erstmal verdeckt hier liegen. Bitte noch eine Karte, ja, die ist schon, wir schauen. Noch eine Karte, liebes Universum. Oder auch zwei. Ja, da möchte schon was raus. Zack, da haben wir die Herrscherin. Wunderbar. Wir gucken, das Tarot möchte euch heute folgende Botschaft mitbringen. Hier einmal haben wir die Zwei der Luft als erste Karte und dann geht es um Unfähigkeit oder unwillig sein, eine Entscheidung zu treffen, Stillstand, vorgeben, dass es kein Problem gäbe. Im klassischen Tarot sehen wir hier eine Dame, die zwei Schwerter vor ihrer Brust verkreuzt hat. Und dazu, zu Zwei der Luft, kommt die Herrscherin. Reichhaltige Fülle, hauche deinen Träumen Leben ein. Gib dir selbst und anderen die Gelegenheit zu wachsen. So, Luftenergie. Und mit der Herrscherin haben wir hier für mich auch durchaus Erdenergie. Sie ist aber oftmals auch mit dem Widder verbunden. Lasst mich gucken. Ja, vielleicht hängen hier einige in einer Warteschleife in irgendeiner Form. Diese Warteschleife kann von außen auferlegt sein, sie kann aber auch durch dich selbst sozusagen verursacht worden sein, dass du nicht genau weißt, wie du dich entscheiden sollst momentan. Und ne, wenn wir dann in so einer Situation stecken, wo wir uns nicht entscheiden können, führt das oft zu Stillstand, weil wir uns dann gar nicht mehr bewegen. Und die Zwei der Luft sagt auch, dass wir hier unsere Gedanken, ja, die so ein bisschen verkreuzt sind, uns den Zugang zu unserer Intuition, zu unseren Gefühlen versperren sozusagen. Und insbesondere mit der Herrscherin hier auf der rechten Seite ist das hier der Aufruf, mal wieder, hatten wir jetzt in letzter Zeit auch häufiger die Botschaft, die Entscheidung wirklich nicht ausschließlich mit dem Verstand zu treffen. Ja, also die Ratio, deine Gedanken sind Unterstützer und auch wertvolle Unterstützung im Leben, das ist gar keine Frage, aber alleine deine Gedanken werden dich hier nicht glücklich machen. Düm, düm, düm. Ja, die Herrscherin ist auch eine Energie, die nicht unbedingt von einer Entscheidung spricht. Sie spricht von einem Neuanfang. Sie spricht davon, dass etwas sich weiterentwickelt, dass wir fruchtbaren Boden betreten, dass wir etwas ganz natürlich wachsen lassen können. Und sie steht für mich wirklich im krassen Gegensatz zu Zwei der Luft, ja. Also, ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst, aber vielleicht gibt es hier eine Möglichkeit, etwas sich ganz natürlich entwickeln zu lassen, ohne dass du dich vielleicht für eine Seite, für eine Möglichkeit entscheidest. Gibt es die Möglichkeit, dass du hier vielleicht beide Optionen wahrnehmen kannst? Vielleicht erst die eine, dann die andere? Wir schauen mal in deine Orakelkarten, was wir hier noch für Informationen bekommen. Da habe ich einmal die Weiße Eule, ein Lenormand-Deck und das Elemente-Orakel. Und das decke ich jetzt auch mal als erstes auf. Schauen wir mal, was da kommt. Ah, da kommt die Nummer 10, Fury und Bushfire, das Buschfeuer und die Wut. Aha. Und aus dem Lenormand haben wir hier das Schiff, die Nummer 3. Ah ja, hier auch, ne? Zweimal die 3, das mag wichtig sein für einige. Ja, 2, 3, ne? Hier möchte etwas sich weiterentwickeln, okay. Das sind ja mal interessante Energien. Mit der Wut. Also ich würde sagen, die Menschen, die sich hier für diesen Stapel entschieden haben, haben heute vielleicht auch einen Tag, an dem sie hier an etwas erinnert werden, wegen irgendetwas wütend werdend, angetriggert werden vielleicht, oder dass heute einfach nochmal eine alte Wut, die schon länger zurückliegt auch, nochmal aktuell wird. Und die Bushfire-Karte ist auch eine Karte, die schon auch darauf hinweist, dass unter außer Kontrolle geratene Wut sehr zerstörerisch sein kann. Aber sie sagt auch, dass ebenso wie das Buschfeuer Wut manchmal auch wirklich lebensnotwendig ist. Insbesondere auch, um wieder fruchtbare Erde möglich zu machen. Ja, also einen frischen Neuanfang.
Und mit der 2 in der Luft versuchst du vielleicht auch diese Wut hier unter Kontrolle zu halten, ja, zu sagen, nein, 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 ich bin nicht wütend, ich bin nicht wütend, ich bin nicht wütend. Aber du bist wütend. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Also wenn du heute in so einer Situation kommst, dann sage ich natürlich nicht, dass du völlig eskalieren sollst. Nein, aber versuche bitte deine Gefühle hier heute, vielleicht ist es auch gar nicht Wut, vielleicht ist es auch Groll oder ja, irgendein anderes Gefühl, was du nicht haben möchtest, was du nicht fühlen möchtest, möchte hier, glaube ich, heute hochkommen. Und ich weiß, das ist eine sehr eigenwillige Interpretation der 2 der Luft, aber hier mit den Karten würde ich sagen, hier, du versuchst hier was wegzublocken, ja, mir diese gekreuzten Einhornhörner sind für mich hier so ein bisschen das Zentrum der Karte. Und vielleicht bist du auch deshalb in den Stillstand gekommen, weil du hier bestimmte Gefühle nicht ausleben willst oder kannst oder glaubst, du darfst sie nicht ausleben, darfst sie nicht fühlen. Aber die möchten raus. Die möchten raus. Hier möchte sich etwas wirklich auch verändern für dich mit dem Schiff. Ja, das steht immer auch für, manchmal auch für einen Ausflug, für eine Reise. Vielleicht bist du heute viel unterwegs. Auch das kann sein. Vielleicht sogar auf dem Schiff, auf dem Wasser. Je nachdem, was ihr so macht. Ob ihr Urlaub habt oder beruflich vielleicht sogar mit Wasser, mit Schiffen irgendwie arbeitet. Die Veränderung, die hier angezeigt wird, kann auf jeden Fall auch deine Wut ein bisschen abkühlen, ja, mit dem Wasser hier. Also die Nachricht, dass wenn du hier etwas veränderst, deine Wut auch vielleicht oder dein Gefühl auch zulässt, dass sich hier die Wogen auch ein bisschen glätten können mit dem Schiff und dass du wieder in der Lage bist, etwas ja mit neuen Augen zu betrachten, aber hier auch etwas kreativ oder insgesamt wieder in dein Leben zu holen, ja, die Erde wieder fruchtbar zu machen. Anders kriege ich es gerade nicht ausgedrückt. Ja, auch die Träume, die hier angesprochen sind mit der Karte, dass du hier vielleicht auch einen alten, langgehegten Traum hast, zum Beispiel eine Reise zu machen. Ja, aber hier ist irgendwas hält dich hier ab. Interessant, wir nehmen mal die Charms dazu. Da purzelt schon ein G raus. Vielleicht hat das für jemanden eine bestimmte Bedeutung. So, ja, da haben wir hier den Schlüssel. Sehr schön an Portaltagen. Ja, du hast den Schlüssel hier schon zur Lösung deiner Situation, egal ob es hier um Entscheidungen und oder Stillstand geht. Vielleicht ist ja auch, wie gesagt, dein Gefühl der Schlüssel für diese Situation. Dann haben wir hier Sternzeichen, und zwar einmal die Waage. Ja, da geht es natürlich klassisch darum, auch etwas in Ausgleich zu bringen, etwas auszubalancieren, aber ich würde sie hier auch eher mit der 2 in Verbindung bringen, dass du hier vielleicht auch lange Zeit wirklich versucht hast, etwas unter Kontrolle zu halten, das jetzt aber wirklich raus möchte. Ja, aber nochmal die Waage. Okay, vielleicht bist du auch im Zeichen Waage geboren oder hast Waage in deiner Geburtschart oder der Mensch, um den es hier geht. Vielleicht schaust du ja gar nicht für dich selbst. Ah ja, und da haben wir den Steinbock, den Vollmond. Okay. Vielleicht ist das auch etwas hier, vielleicht war das in den letzten, vom letzten Neumond oder vom letzten Vollmond bis jetzt ist hier etwas gewachsen, ja. Irgendeine Unzufriedenheit, irgendetwas staut sich immer weiter auf. Und wir versuchen es runterzudrücken, aber irgendwann, wenn wir dann uns nicht entscheiden, es wirklich zu artikulieren, es in irgendeiner Art und Weise rauszulassen, dann, ja, explodieren wir. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du dagegen lenken kannst, ja, und wirklich dir das bewusst machst und hier heute wirklich einen Weg findest, deine Gefühle hier auszudrücken. Ob das jetzt in schriftlicher Form passiert, innerhalb einer Beziehung durch Kommunikation, durch Malen, künstlerisch tätig sein, Sport machen, Boxen, irgendetwas möchte hier raus. Ja, wir haben den Stern.
zusammen mit der Herrscherin auch hier möchte eine glücklichere Zeit, auch eine emotional sehr viel befriedigendere Zeit für dich reinkommen. Ja, also diese Situation steht unter einem guten Stern. Dann habe ich hier klassisch die Kopfhörer mit der Musik. Auch der Hinweis darauf, vielleicht dich ein bisschen abzuschirmen heute, zumindest vielleicht für die Zeit des Vollmondes, ein bisschen zu meditieren. Oder dir heute auch Musik anzuhören, Podcasts, Klänge, die dir hier weiterhelfen. Dann habe ich hier zweimal das Steuerrad und die sind auch beide noch auf die 2 der Luft gefallen. Also für viele kann es ja auch um eine berufliche Entscheidung gehen, in welche Richtung man geht, was man tun soll. Auch Reisen sind ganz stark angezeigt. Vielleicht planst du heute eine Reise, ne, mit dem Ruder und dem Anker hier. Sich wieder in eine andere Richtung bewegen. Auch wir haben 2, ne, nochmal ein Hinweis darauf. Vielleicht hast du 2 Möglichkeiten. Vielleicht hast du hier 2 Möglichkeiten. Dann haben wir hier nochmal die Herrscherin mit der 3. Auch die dritte 3 hier an diesem Tag. Und auch Sternzeichen Zwilling, Kommunikation, Lernen, Medien, soziale Medien, Internet ist hier für mich angezeigt. Dim, dim, dim. Lass mich erstmal weiter schauen. Hier haben wir noch das Regenbogenherz. Sehr schön. Wir haben auch den Pride Month, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also alle Menschen, die sich hier zu gleichgeschlechtlichen Partnern hingezogen fühlen oder ein anderes Gefühl und eine andere Vorstellung von Geschlecht haben als die Norm sind hier angesprochen. Ja, und die Norm natürlich in Anführungsstrichen. Vielleicht ist das hier auch ein Ding, dass du hier vielleicht einen Teil deiner Persönlichkeit, deiner Sexualität unterdrückt hast, ja, und dass sich jetzt hier aus der 2 die 3 formen möchte, also etwas Neues, deine neue Persönlichkeit, deine neue Sichtweise, die sehr viel gesünder ist für dich, als dich immer nach den anderen zu richten. Ja, Strukturen möchten hier sich verändern mit dem Holzscham. Oh, ich habe noch ein Sternzeichen hier. Das habe ich gar nicht gesehen. Ah, da kommt der Skorpion, na, mit der Wut hier vielleicht auch. Der kann auf jeden Fall auch richtig sauer werden. Ist zumindest meine Erfahrung. Lass mich nochmal weiter gucken. Wir haben hier eine Uhr. Und auf dem Zifferblatt ist es, ja, ich würde sagen 20 nach 11. Ja, aber es wird Zeit. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Ich sag noch mal kurz oder zeige euch die Buchstaben und dann gucke ich noch mal drauf. Da ist auf jeden Fall noch was ich sagen muss oder möchte, wie man es ausdrücken will. So, diese Buchstaben können Anfangsbuchstaben sein von Personen, Orten, Worten, Geistführern, Berufsbezeichnungen etc. Manchmal lassen sich auch Wörter bilden. Wir haben hier einmal das X, das Altbekannte, der Kreislauf, der sich schließt oder neu beginnt, mit der 10 hier oben auch. Wir haben das S, das K, das T, das L, das U und das G. Luke, ja, ich habe es hier schon hingelegt, Luke und Trug, vielleicht bist du hier einer Geschichte auf der Spur. Ja, vielleicht manchmal, ne, sind wir auch nicht ganz ehrlich zu uns selbst mit der 2 der Luft hier, dass wir schon eigentlich genau wissen, was zu tun ist, in welche Richtung es geht, wir uns aber selbst aus rationalen Gründen häufig davon abhalten lassen. Ich leg die hier mal hin. Ja, Tea Time mit der Zeit, es wird Zeit. Ja, ich sag hier nochmal, also es kann sein, dass dich hier ein Gefühl blockiert. Vielleicht ist dir das auch gar nicht so bewusst. Anderen wiederum ist es bewusst. Die wissen schon, ja, okay, da ist die Blockade. Vielleicht ist es auch sehr ungewohnt für dich, wütend zu werden. Aber dann ist diese Karte erst recht hilfreich, weil Wut beinhaltet Energie.
Und gerade wenn du hier vielleicht länger schon in einem Stillstand bist, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass du hier eine bestimmte Wut unterdrückst und die Energie, du verschwendest sozusagen doppelt Energie, weil du einerseits dieses Gefühl unterdrückst, das kostet Energie, und auf der anderen Seite steckt in dieser Emotion auch Energie drin, die du nicht nutzen kannst. Und dann fühlen wir uns oft erschöpft und unfähig, irgendetwas zu entscheiden, irgendetwas zu tun, weil wir einfach nicht diese Feuerenergie haben, die uns helfen könnte, hier eine Veränderung durchzuführen, vielleicht auch einfach, ja, auf Reisen zu gehen, etwas in Gang zu bringen, etwas auf den Weg zu bringen oder einfach auch neuen Boden zu betreten, ja, eine Idee zu verwirklichen, eine Beziehung voranzubringen, worum auch immer es hier geht. Ja, vielleicht geht es hier auch um die Liebe natürlich, ne, mit dem Herzchen hier. Und die Herrscherin ist da die Mutterfigur, die weltliche Mutter. Vielleicht ist hier auch Mutter-Tochter-Sohn-Tochter-Beziehung angesprochen. Kann sein, ist ein allgemeines Orakel, könnte aber sein. Ihr Lieben, bitte achtet heute Eule auf euch. Und wenn ihr heute Impulse habt von wirklich heftigen Gefühlen, dann nehmt das bitte ernst. Drückt das nicht weg. Geht jetzt auch nicht los und eskaliert völlig, aber seht zu, dass ihr dafür ein Ventil findet. Oder es zumindest, und das ist wirklich mindestens, nehmt diese Gefühle ernst. Die sind nicht umsonst da. Also egal, was du fühlst, es gibt einen Grund dafür, warum dieses Gefühl da ist. Und das ist nicht, der Grund ist nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Auf keinen Fall. Ja, also es gibt da einen Grund und vielleicht musst du ein bisschen tiefer graben, hier auch mit dem Skorpion, um herauszufinden, warum dich bestimmte Situationen wütend machen. Es kann gut sein, dass ihr heute ein bisschen angetriggert werdet. Aber letzten Endes mit der Herrscherin habt ihr auch die Reife, das Geschick, die Kreativität, das Wissen, um damit umzugehen und diese Energie, die da in euch schlummert, wirklich für eure Träume zu nutzen und zu wachsen, ja. Oh, anspruchsvoll heute, echt. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch hier weiterhelfen. Und bitte lasst mir einen Kommentar da, wie es euch ergangen ist heute. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Und lasst es euch gut gehen. Seid nett zu euch, nehmt euch selbst ernst. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen zum nächsten Wochenorakel am Freitag. Bis dahin, macht es gut. Ciao.